Hallo Leute und willkommen zurück zu Space and Journey. Ja, ich habe mal offline ein bisschen rumgebastelt, wie ihr sehen könnt. Und habe mal geschaut, ob das eigentlich überhaupt machbar ist, was ich mir so vorgestellt habe. Upsa, da habe ich 1 zu 4 rein. Naja, ein Tor zu viel. Naja, gut, ist jetzt nicht so schlimm. Jedenfalls, das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Ja, könnt ihr ja sehen, also der Radkasten wäre in dem Sinne zu. Ja. Eigentlich mehr oder weniger alles für den Flugmodus. Ja, ich könnte jetzt noch was anderes machen. Ja, während ich das so ausgefahren habe, kann ich es denn noch so weit hochfahren, dass denn da fast kein Spalt mehr übrig ist. Aber nee, das lassen wir lieber mal so. Weil ich habe jetzt mein Schiff auch schon wieder mal ein paar Mal in die Luft gejagt. Na, jedenfalls. So könnt ihr jetzt schon sehen. Also so würde es denn richtig gut funktionieren. So. Soll ich euch nochmal kurz zeigen, dass das auch alles... Ja gut, es ist ein kleines bisschen... Vielleicht gleich sehen. Wenn das Tor zurückgefahren ist, müsste das Rad eigentlich so ein ganz kleines bisschen runterkommen. Ne, ich wollte sagen, also jedenfalls so ein kleines bisschen backt da zwar so rum. Ja, so kleinere Umbauten musste ich hier machen. Zum Beispiel hier die Sicherheitstore, weil die ja ein ganz kleines bisschen schmaler sind. Ihr seht gleich wieso. Ne, jedenfalls so hatte ich das eigentlich mir in der letzten Folge auch mal überlegt, ob das nicht machbar ist. Ja, und wie ihr sehen könnt, es ist machbar. Jo. Jetzt nicht erschrecken. Ja, er springt zwar so ein ganz kleines bisschen, aber es geht. Ich muss jetzt zwar noch drauf achten, ne, dass ich diesen Mechanismus noch so ein bisschen hier mit diesen Blöcken umbaue. Ne, mit diesen Sicherheitstorblöcken, ne, damit es halt ein bisschen schmaler ist. Ne. Naja, aber es funktioniert so. Ne. Und jetzt unbedingt so dermaßen schlecht aussehen tut es auch nicht. Könnte man mehr oder weniger sogar als Federung ansehen, wenn man das so sieht. Ne. Würde es auch so aussehen, als wäre das noch eine Zusatzfederung irgendwie. So. Ja, das heißt, ich muss die anderen Radkästen auch nochmal so ein bisschen umbauen. Was war das denn jetzt schon wieder? Ne, fragt mich nicht, was das jetzt schon wieder war. Irgendwas ist da mal wieder in die Luft geflogen. Keine Ahnung, was da jetzt schon wieder in die Luft geflogen ist. Ne, eben als ich es getestet habe, hat alles ganz ohne irgendwelche Probleme funktioniert. Ich habe es eben ein paar Mal getestet und es hat funktioniert. Könnt ihr mir ruhig glauben. So, das ganze Zeug hier mal weg. Können sich die Naniten mal abholen. Naja, gut, dann zeige ich euch gleich nochmal den Aufbau. Nee, keine Ahnung. Eben gerade als ich es getestet habe, da hat es funktioniert auf jeden Fall.
sagen. Alter, was hab ich denn jetzt schon wieder drin im Inventar, was schon wieder so schwer ist? Ja, hier nochmal so ein paar kleinere Umbauten gemacht, damit mein Schiff auch mal mit Uran versorgt wird, ne, weil die Generatoren im Schiff waren komplett leer gesaugt. Ne, dadurch, dass ich halt die ganze Zeit halt auch das Nanitenteil benutzt habe. Müsste normalerweise nochmal runter, weil das ist jetzt nicht sehr viel geworden. Ich weiß nicht, was ich jetzt schon wieder im Inventar habe, was angeblich so schwer ist. Ja gut, ich kriege ja gleich durch die Hangartore noch ein bisschen was. Ne, gerade habe ich es getestet, da hat es funktioniert. Könnt ihr mir ruhig glauben. Ja, was ich jetzt halt in der Zeit, wo ich hier so ein bisschen rumgebaut habe, halt bemerkt habe, er scheint das Naniten-Center verbessert zu haben. Die Naniten teilen sich jetzt auf. Die machen mehrere Blöcke gleichzeitig fertig. Ja, nee, keine Ahnung, was das jetzt war, ey. Money. Mist. Eigentlich wollte ich dann gleich mit dem nächsten Radkasten anfangen. Aber, gut, kann vielleicht hier daran gelegen haben. Da ich jetzt halt hier diese schmalen Blöcke genommen habe. So, eins, zwei. Eins, zwei, drei. Okay. Dass da ein bisschen was rumgebackt ist. So. Hier mal Material loswerden. So. Gut, dann machen wir es mal anders, damit das Rad auch wieder normal hiermit verbunden ist. Nicht durch diese komischen Sicherheitstore. Den einen müsste ich mal wegmachen. Der ist nicht falsch gewesen. Ja, vorhin ist mir hier die ganze Ecke explodiert. Diese drei Reihen hier sind weg gewesen. Dann ist hier ein ganzes Stück weg gewesen. Ja, naja. Ja, kommt halt, wenn man so ein bisschen rumtestet, ne? Ob das, was man sich vorstellt, auch nicht wirklich, dass das wirklich auch, dass man das irgendwie umsetzen kann, ne? So. Jedenfalls, ich baue euch den Mechanismus jetzt halt nochmal nach. So, hier dran einen Pisten. Ja. Na komm. Ja. Wie gesagt, ich zeige euch erst kurz nochmal. Kolben. Geschwindigkeit. 0,1. Mit einer Entfernung von 7. 0,7.
Gut, nee, das hat ja gereicht. Das ist ja, hat ja irgendwie nur rumgesponnen, als ich es hochgefahren habe. Ach nee, erste reinfahren. Damit ich die Hangartore überhaupt dran setzen kann, muss ich sie ein Stückchen weiter rausfahren. Ja, leider. Ich muss ein Stückchen weiter rausfahren, wenn ich die Hangartore dran setzen will. Noch nicht mal. Das waren die aber die richtigen, ja. Ja, noch nicht mal, das reicht. Ja gut, nee, ich muss ja auch das Rad erstmal hochfahren. Ja, aber das werde ich dann machen, wenn wir alle Räder dran haben. Gut, was heißt alle Räder? Wenn ich jetzt die Seite hier komplett fertig habe, dann werde ich denn das hier erstmal fertig bauen, diesen Mechanismus hier. Ja gut, dazu müssen halt die, wenn man das, wenn ich das halt so machen will, müssen die Räder natürlich komplett hochgefahren sein. So. Das. Noch ein, oder? Was das? Ja, das war's. Gut. Ja, hier ist so ein bisschen blöde. Ich weiß auch nicht, wieso. Man kann die irgendwie nicht so richtig dran machen. So. Ne, ich will euch das jetzt kurz nochmal mit den Hochfahren zeigen. So. Dass das auch wirklich funktioniert. Ja, dass ich hier keinen Dummsinn erzähle. Vorhin habe ich es ja getestet, da ging es ja. Jo, nee, das mit den... Ja, das meine ich halt, ne? Also, es steht ein bisschen auf Spannung. Okay, jetzt verstehe ich, was Fürsti gemeint hat. Und das ist wahrscheinlich bei Ihnen auch der Fall. Ihr seht das jetzt sehr wahrscheinlich so ein bisschen. Ah. Da ist noch mehr kaputt gegangen. Scheiße. Ja, also ist das Problem immer noch nicht behoben worden. Shit. Nee, ist das Problem wohl immer noch nicht behoben worden. Das mit den rumbaggenden Klamotten. Ach ja. Wie ich schon immer wieder sage, gut, dass ich es rausschneiden kann. Und mein Welder ist schon wieder weg. Okay, das heißt, ich muss das ganze Ding komplett neu umbauen. Komplett anders bauen. Ja, und so ungefähr, aber noch ein bisschen mehr, ist es vorhin auch kaputt gegangen. Jetzt ist da oben fast komplett weg, ey. Das heißt, theoretisch müsste ich das da unten sogar komplett weglassen, ne? Da, wo halt die Kolben reinfahren.
Naja. Ja, sorry. Ich wollte euch eigentlich so ein bisschen was zeigen, aber nö. Das Spiel macht mir ja mal wieder einen Strich durch die Rechnung. So, mal eins, zwei. Was ist da eigentlich dahin? Ne, wo sie meinen Welder schon wieder hinnahmen, ne? Ich musste eben schon einen nachproduzieren, weil der Welder mal wieder verschwunden ist. Ja, und er ist schon wieder weg. Naja, Leute, werde ich halt hier nochmal kurz offline ein bisschen rumtesten. Ja, und das ist halt die Sache, die ich meinte, ne? Weil, weiß ich nicht, wer das gesagt hat, glaube Fürsti hat das mal gesagt, dass ich das mal vielleicht ein bisschen enger bauen sollte, ne? Und das hatte ich halt bei meinem anderen Baumodul auch gehabt, dass ich mit, weil wegen den Hangartoren halt nicht so eng bauen kann. Als dann sonst rumspinnt. Naja. Ja, Leute. Na, ich würde mal sagen, das soll es erstmal wieder gewesen sein für heute. Ich mache jetzt halt offline noch so ein bisschen hier den ganzen Schaden mal reparieren. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Aha, nee, sah nur so aus. Das sah nur so aus. Ja, bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Könnt mir mal in die Kommis hauen, was ihr jetzt von dieser Konstruktion haltet. Ja, also ich denke mal, sie wird auf jeden Fall funktionieren. Ne? Naja. Ja, jedenfalls, Leute. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Leute und willkommen auf meiner Endcard. Oben in der linken Ecke kommt ihr jeweils zum vorherigen Part dieses Projektes. In der Mitte kommt ihr zur Playlist, falls ihr die schon immer gesucht habt. Oben rechts kommt ihr zum nächsten Part, falls er schon online ist. Ansonsten kommt ihr ja nur auf ein Video, wo steht, ne, ist privat. Unten links findet ihr jeweils meinen Twitter-Account und meinen Facebook-Account. Könnt ihr mal draufklicken. Und könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Unten in der Mitte kommt ihr zum Upload-Plan. Dort seht ihr mal top aktuell, wann eure Lieblingsfolge in den nächsten 2 Wochen zu welcher Uhrzeit kommt. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Lust habt und dort noch nicht wart. Unten in der rechten Ecke kommt ihr zu meiner Let's Play-Übersicht. Dort findet ihr mitunter meine laufenden Projekte, abgeschlossene Projekte, pausierte Projekte. Und meine kommenden Projekte, die irgendwann 1000%ig auf meinem Kanal erscheinen werden. Da gehört mit zu PC-Spiele, PlayStation 1-Spiele, PlayStation 3-Spiele habe ich in einen Reiter zusammengepackt, weil man kann ja PlayStation 1-Spiele auf der PlayStation 3 spielen. Xbox 360-Spiele, PlayStation 2-Spiele muss ich noch hinzufügen und irgendwann mal die Wii U-Spiele, wenn ich dazu komme. Ja, Leute, bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt weiterhin Spaß auf meinem Kanal und an diesem Projekt. Also, Leute, ciao.